Moin moin und herzlich willkommen zum dritten Video. Heute geht's um eine eher in der Schule gestellte Aufgabe. Man soll den größten gemeinsamen Teiler von zwei Zahlen herausfinden und natürlich dann auch programmieren. Ja, da das eine Schulaufgabe ist, meistens soll man erst ein Struktogramm zeichnen. Ich habe mir dafür mal ein Programm runtergeladen, nennt sich Structorizer. Link wie immer in der Beschreibung. Ich mache das mal. Das hat es jetzt gebracht. Ich schiebe das mal so ein bisschen raus. Das ist das eigentliche ja, Struktogramm. Größter gemeinsame Teiler von 18 und 12 zum Beispiel 6. Ja, damit wir uns daran halten können. Weil das ist ja der Ablaufplan für das Programm, habe ich mir das jetzt mal als Bild hier gespeichert und mach's mal daneben. Da werden wir nochmal drauf zurückkommen. Erstmal, wir wollen Dateien bzw. Integer von dem Benutzer einlesen. Das heißt, wir brauchen in Java erstmal den Import vom Scanner. Also wir wollen praktisch eine Eingabeaufforderung geöffnet haben und der Benutzer soll da aufgefordert werden, Zahlen einzugeben und diese wollen wir einlesen. Deswegen brauchen wir in Java den Import java-util-scanner. Danach natürlich wieder unsere öffentliche Klasse. Nennen wir jetzt einfach mal GGT, weil wir den größten gemeinsamen Teiler halt herausfinden wollen. Da drin eine Funktion public static void main mit den String args habe ich alles schon mal erklärt. Ich werde das nicht in jedem Video wieder erneut erklären. Das ist dann doch ein bisschen viel. So, wir brauchen für das Programm fünf Variablen. Die werde ich hier schon mal definieren. Wenn man, also rein theoretisch könnte ich jetzt schreiben int Zahl 1, int Zahl 2. Das wird aber ein bisschen viel, wenn man mehrere Zahlen hat. Deswegen mache ich es jetzt mal folgendermaßen: int Zahl 1, Zahl 2, m, n, r. So, das heißt, er deklariert jetzt diese Variablennamen als Integer. So. Wichtig ist, dass ihr das hier nicht etwa hier vor der Funktion schreibt. Das gibt nur Fehlermeldungen, weil das dann keine statischen Variablen sind und dann der Scanner darin nicht eingelesen werden kann. Ja, als nächstes brauchen wir natürlich den Scanner, den müssen wir initiieren. Dazu schreibt man Scanner, jetzt einen Variablennamen, ich nenne ihn das SC, ist gleich New Scanner. Und er soll System in scannen. Das heißt so viel wie die Variable, oder ich lese mal von rechts nach links, wie man es sonst immer macht. Von System in sollen Sachen gescannt werden in die Variable SC. Und das ist eine Scanner-Variable. So ungefähr. Ja, als nächstes müssen wir den Benutzer natürlich auffordern, dass er etwas eingeben soll. Das machen wir mit System-Out-Print-Line. Ich habe mir jetzt folgenden Text überlegt: Bitte die erste Zahl eingeben, Punkt, Punkt und fünf Leerzeichen. So, jetzt wird der Benutzer eine Zahl eingeben, deswegen Zahl 1 ist gleich sc.nextInt. So, nächste Besonderheit, natürlich Zahl 1 ist die Variable, ist gleich, also damit wird das, was hier rauskommt, der Zahl 1 zugeordnet. SC ist unsere Scanner-Variable und hiermit wird angewiesen, dass von SC der nächste Integer eingelesen werden soll. Das funktioniert nun so, dass der Benutzer in der Eingabeaufforderung
das hier lesen kann, dann gibt er eine Zahl praktisch hier hinter ein, 5, und in dem Moment, wo er Enter drückt, wird die Zahl eingelesen. So, als nächstes systemout.println, damit wir einen Absatz erzeugen. So, jetzt brauchen wir noch eine zweite Zahl, systemout.println. Bitte die zweite Zahl eingeben. Auch diese Zahl wollen wir wieder einlesen, das heißt Zahl 2 dieses Mal aber ist gleich sc.nextInt. Und wieder ein Absatz system.out.println. So, jetzt brauchen wir noch eine kleine Abfrage. Wenn wir uns das Struktogramm ansehen, lies m ein, haben wir. Lies n ein, haben wir auch. Problem ist noch, das steht hier jetzt zwar nicht drin, habe ich mir aber in dem eigentlichen Struktogramm im Internet durchgelesen, dass m die größere Zahl sein muss. Das heißt, wir müssen jetzt einmal eine Abfrage machen. Und deshalb habe ich hier auch extra Zahl 1 und Zahl 2 und m und n reingepackt, damit wir jetzt erstmal die Eingaben des Benutzers haben und dann jetzt die Zahlen m und n zuordnen können. Wie gesagt, m muss die größere Zahl sein, deswegen können wir einfach eine Abfrage machen, if Zahl 1 ist größer oder gleich Zahl 2. Dann soll m Zahl 1 sein und n Zahl 2. Das heißt so viel wie, wenn Zahl 1 die größere ist, dann ordne Zahl 1 dem m zu und Zahl 2 den n. Als nächstes machen wir einfach ein else, weil es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, entweder Zahl 1 ist größer oder Zahl 2 ist größer. Deswegen jetzt andersrum, m ist gleich Zahl 2 und n ist gleich Zahl 1. So, damit wären wir mit der Zuordnung fertig. Jetzt geht eigentlich das richtige Programm los. Deshalb nochmal hier unserem Struktogramm. Als nächstes setze R Rest von m modulo n. Modulo ist immer, wenn man jetzt die Zahlen hat, 2 mod 3, dann heißt das, ich will den Rest von 2 durch 3 haben. In der normalen Teilung wären das 2 Drittel, also 0,66, dann bleibt noch bis zur 1 hier, oder ne, bis zur, ja, bis zu 3 Drittel bleibt halt noch 0, Periode 3 übrig. Wir wollen aber jetzt den Rest haben, der als ganze Zahl noch überbleibt. Das ist der Modulo. Das heißt, von 2 mod 3 wäre 1 übrig. Von 9 mod 3 wäre der Rest 0, weil 9 durch 3 teilbar ist. Von 10 mod 3 wäre der Rest, oder machen wir 11 mod 3, wäre der Rest 2. Weil was geht? 9 durch 3 sind 3. Das interessiert uns nicht, aber dann bleiben noch 2 übrig, weil 11 minus 9 halt 2 sind. Ich denke, das ist jetzt soweit verstanden. Den Modulo rechnet man in Java und allen anderen Programmiersprachen, die mir geläufig sind, so aus. Erstmal die Variable r gleich die größere Zahl, also das, was vor dem Mod steht. Prozentzeichen, die kleinere Zahl. Das Prozentzeichen sagt halt nur oder gibt halt nur den Rest aus. Okay. Wieder in unserem Struktogramm, weil das ist wie ein Ablaufplan für ein Programm. Insofern wollen wir uns danach halten. Jetzt steht hier, wiederhole, solange er, das soll ein ungleich sein, nicht 1 gleich. Wiederhole, solange r ungleich 0. Ich lasse das mal einfach so. So.
Wiederhole er, solange gleich 0. Öffne mal kurz ein zweites noch. So. Wiederholen tut man mit while. R ist ungleich. Ungleich schreibt man immer mit einem Ausrufezeichen gleich 0. Klammer auf. Was sollen wir dann machen? Dann sollen wir. Also, das soll wiederholt werden hier. M gleich N. N gleich R. Und R ist wieder mod. M mod N. Also. M ist gleich N. N ist gleich R. Und R ist gleich M modulo N. So, wenn wir wieder aus dieser While-Schleife draußen sind, dann ist R also 0, weil die While-Schleife ja so lange durchläuft, wie R ungleich 0 ist. Und dann wissen wir, dass N das Ergebnis ist. Deshalb können wir jetzt einfach sagen, erstmal, weil wir mit der Eingabeaufforderung arbeiten, müssen wir das natürlich ein bisschen ansehnlich machen, ansonsten kann man nicht viel da drin erkennen. So, System.out.println der größte gemeinsame Teiler von. Und jetzt möchte ich die Zahlen noch anhängen. Das mache ich mit einem Plus und dem Variablennamen halt dahinter. Und Zahl 2 ist und jetzt nochmal ein System Outprint. Mal wieder ein paar Leerzeichen. Plus n. So, wenn ich das jetzt kompiliere, soll es soweit funktionieren. Ich probiere es mal. Erfolgreich kompiliert. Ausführen. Bitte die erste Zahl eingeben. Unser Beispiel von vorhin 18. Bitte die zweite Zahl eingeben. 12. Der größte gemeinsame Teiler von 18 und 12 ist 6. So. Soweit erstmal. Download-Link der Datei natürlich wieder in der Beschreibung und vom Programm Structurizer auch. Das Bild werde ich auch noch anhängen, dass ihr euch das auch noch mit angucken könnt. So, bis dann, ciao.